Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die Litanei der Verdammnis, zweiter Teil, anzunehmen bei Geist von Aftor im Schattenmontal an dieser Position. Rechts unten im Bild seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten, wo ich mich befinde. Vorquest war die Litanei der Verdammnis, Aftors Angriff. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Das Ganze sollte euch aber auch helfen in BC Classic. Wie ihr sehen könnt, kann ich fliegen. Das sollte aber kein Problem sein. Ich fliege so, dass man die Laufwege sieht. Wenn man keinen Flugmount hat, kann man also nachreiten. Hoffe mal, das ist okay für euch, denn durch das Fliegen bin ich wesentlich mobiler und kann mehr Quests aufnehmen im gleichen Zeitraum, wo ich ansonsten auf dem Boden herumlaufen würde. Nun muss man bei dieser Quest zu Ovanok Herzeleid sich begeben. Und keine Sorge, ich werde nicht einfach zu ihm fliegen, sondern werde den Pfad entlang fliegen, den man auch am Boden laufen kann. So, ich weiß nicht, ob man durch diese Lava laufen kann. Ich würde es nicht empfehlen. Beziehungsweise es ist ja keine Lava, das heißt Burst oder wie auch immer in World of Warcraft, aber gut. Das ist sozusagen Gul'dans Blut oder so. Und hier kann man hochlaufen und sich so zu Ovanok begeben. Hier durch. Und gleich bin ich auch schon da. Hier am besten die Mobs töten, weil sobald Ovanok mit denen in den Kampf kommt, dann verliert er das Fragezeichen. Genauso wie ist es bei der Questannahme. Wenn er im Kampf ist, hat er kein Ausrufezeichen bzw. Fragezeichen. Quest ist abzugeben bei Ovanok Herzeleid im Schattenmontal an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr mir auch helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns mal live. Eizocke, Ende.